Vittoria ist 17 und hochschwanger. Zum zweiten Mal. Teenagermütter gehören in Brasilien zum Alltag, vor allem in den armen Vierteln. Oft werden sie verurteilt. Jetzt sei alles aus. Zukunftschancen gleich null. Das tut weh. Wer will schon hören, dass sein Leben zu Ende ist? Fast eine halbe Million Teenagerinnen bekommen hier jedes Jahr ein Kind. Damit zählt Brasilien zu den Ländern mit den meisten Teenagermüttern der Welt. Bist du hübsch für die Kita? In wenigen Tagen ist es soweit. Dann wird Vittoria ihr zweites Kind zur Welt bringen. Fast jedes siebte Baby in Brasilien wird von einer Teenagermutter geboren. In armen Gegenden wie hier liegt die Rate oft noch deutlich höher. Aber Vittoria will sich nicht abstempeln lassen. Alle sagen, was? Du kriegst schon wieder ein Kind? Jeder gibt seinen Senf dazu. Sie sagen, dass ich es nicht schaffen werde, meine Schule abzuschließen, dass mein Leben vorbei ist, dass ich nichts mehr machen kann, außer zu Hause zu sitzen und Kinder zu schaukeln. Mit ihrem Freund Eduardo und der gemeinsamen Tochter Lara wohnt sie in einer der zahlreichen Favelas von Rio de Janeiro. Der 22-Jährige versucht gerade, seinen Schulabschluss nachzuholen und jobbt am Wochenende in einer Imbissbude. Morgens bringt er die Zweijährige zur Kita. Vorbei an Drogendealern, die das Viertel kontrollieren. Filmen verboten, das wäre lebensgefährlich. Als Vittoria ihren Freund kennenlernte, war sie 12. Mit 14 wurde sie zum ersten Mal schwanger. Verhütet haben sie nicht, trotzdem habe sie nicht damit gerechnet. Das Thema Verhütung wird in Brasilien noch immer tabuisiert. Die Vorgängerregierung Bolsonaro versuchte sogar, die Sexualkunde an Schulen einzuschränken und propagierte stattdessen Abstinenz, kein Sex vor der Ehe. Das predigen auch die Kirchen. Vittorias Familie ist wie viele hier sehr religiös. Ihnen verschwieg sie die Schwangerschaft bis zuletzt. Ich hatte große Angst. Ich dachte, mein Gott, ich bin erst 14 und werde Mutter. Ich stand unter Schock. Ich habe ständig geweint und war sehr, sehr deprimiert. Beim zweiten Mal dachte sie erst an Abtreibung. Das ist in Brasilien verboten und ein hohes Risiko. Noch immer sterben hier viele Frauen bei heimlichen Eingriffen unter oft unsicheren Bedingungen, weil sie keinen Zugang zu professionellen Kliniken haben. Ich bin zurück. Eduardo kommt mit seinen gelegentlichen Aushilfsschichten an der Imbissbude oft nicht einmal auf umgerechnet 100 Euro im Monat. Ihre knapp 150 Euro Sozialhilfe gehen fast zur Hälfte für Miete drauf. In die Einzimmerwohnung passt die neue Babykommode kaum mehr rein. Und bald leben sie hier zu viert. Auch Vittoria versucht, etwas dazu zu verdienen. Sie macht Hausbesuche bei den Mädchen der Favela. Vittoria hat einen Schminkkurs gemacht, um ihre Leidenschaft etwas professioneller aufzuziehen. Was für ein Make-up möchtest du? Etwas Dezentes. Dezent, okay. Mit jedem Make-up verdiene ich ein bisschen Geld. Das hilft mir schon sehr. Mein Traum ist es, ein eigenes Kosmetikstudio zu eröffnen. Doch ihre beruflichen Pläne stehen erstmal hinten an. Genauso wie der Schulabschluss. Jetzt ist Endspurt vor der Geburt. Vittoria ist eine von rund 400.000 Teenagern, die in Brasilien pro Jahr Mutter werden. Auch wenn ihre Zahl sinkt, die Quote ist noch gut doppelt so hoch wie im internationalen Vergleich. Hier, wo fast ein Drittel der Bevölkerung in Armut lebt. Brasilien ist das siebtgrößte Land der Welt mit mehr als 200 Millionen Einwohnern. Die soziale Ungleichheit ist riesig. Die wohlhabende Südzone von Rio de Janeiro ist meilenweit von Vittorias Lebenswirklichkeit entfernt. Nach der ersten Geburt wurde die damals 15-Jährige direkt vom Krankenhaus als Sozialfall an eine NGO vermittelt.
Das Dara-Institut ist eine Anlaufstelle für bedürftige Mütter, auch im Teenageralter. Guten Morgen, Eduardo. Hallo, Lara. Lass du mir zu? Gemeinsam mit der Sozialarbeiterin Katja Bauer legen sie kurz- und langfristige Ziele für ihr Leben fest. Damit die Ausbildung nicht auf der Strecke bleibt und die Jobperspektiven verschlossen, wie bei den meisten Teenagermüttern, die so der Armutsspirale nicht entkommen. Sie ist erst 2 und jetzt kommt schon das nächste Baby. Mit 2 Kindern ist das noch schwieriger. Auch Eduardo hat gesagt, er wolle sich weiterentwickeln und seiner Tochter ermöglichen, was er selbst nicht hatte. Es ist also an der Zeit, dass ihr eure Familiendynamik überdenkt und über Verhütung sprecht. Direkt geht's weiter zur Sprechstunde bei der Ärztin. Vittoria hat keine Krankenversicherung, wie die meisten Armen. Die öffentlichen Vorsorgeuntersuchungen hat sie aus Scham jeweils erst gegen Ende der Schwangerschaften wahrgenommen. Beim ersten Mal gab es Komplikationen, wie häufig bei Teenagern. Ihre Tochter musste per Kaiserschnitt geholt werden. Der Embryo hat damals unter deinem hohen Blutdruck gelitten. Du hattest Präeklampsie. Ihr Herzschlag hatte Aussetzer. Du hast auch diesmal wieder eine Risikoschwangerschaft. Unser Ziel ist es, dass sie selbstständig werden und ihr Leben selbst in die Hand nehmen können. Wir wollen, dass sie dafür keine andere Einrichtung mehr brauchen. Das Dara-Institut fördert Mütter in sozialer und finanzieller Not. Als begleitender Lebenspartner ist Eduardo hier die Ausnahme. Viele Frauen sind alleinerziehend. Die NGO bietet daher auch kinderkompatible Berufskurse an. Kochen, schminken, Haare schneiden. Auch Vittoria hat das wahrgenommen. Vorträge und Gruppendiskussionen sollen zudem Orientierung und sozialen Halt geben. Man fühlt sich gut aufgehoben. Jeder kann hier erzählen, was los ist. Wir befinden uns alle in der gleichen Situation. Und eine unterstützt die andere. Mein Traum ist verwirklicht, ein Mädchen und ein Junge. Bei uns auch. Es wird ein Junge. Auf die Geburt ihres zweiten Kindes können sie sich inzwischen freuen, trotz der zusätzlichen Belastung. Ohne Begleitung von außen wären sie als Paar vermutlich nicht mehr zusammen, wie die meisten Teenager, die Eltern werden. Wir haben viel gestritten. Irgendwann muss man sich dann zusammenraufen. Nicht nur zu unserem eigenen Wohl, sondern auch zum Wohl der Kinder. Denn wir haben jetzt bald 2. Am Ende gibt es noch eine Tüte mit Babymilch und Windeln. Außerdem eine Lebensmittelkarte im Wert von umgerechnet knapp 40 Euro. Ein wichtiger Zuschuss zur Haushaltskasse, um über den Monat zu kommen. Zurück in der Favela Morro do Dende im Norden Rios. Ich hatte von nichts Ahnung. Sie hat mir viele Dinge beigebracht, denn so jung Mutter zu werden, ist schon sehr speziell. Sie hat mich gelehrt, stark zu sein, mich um sie zu kümmern, ihr eine gute Mutter zu sein. Bist du hübsch? Ja? Es ist Sonntag, Familientag. Sie gehen zu Vittorias Oma. Sie wohnt nur ein paar Häuser weiter. Mit der Kamera dürfen wir sie auf der Straße nicht begleiten. Die bewaffneten Drogendealer vor der Tür wollen nicht gefilmt werden. Vittoria ist bei ihrer Oma aufgewachsen. Mit 3 Monaten ließ ihre Mutter sie hier und verschwand mit einem neuen Partner. Diese Verlusterfahrung hat Vittoria geprägt. Sie selbst sieht darin auch einen versteckten Grund für ihr frühzeitiges Mutterwerden. Ich habe die Mutterliebe vermisst. Ich weiß, dass meine Oma wie eine Mutter für mich ist, aber hätte trotzdem gerne eine richtige Mutter gehabt. Und ich wollte zeigen, dass ich eine bessere Mutter sein kann, als meine Mutter es für mich war. Vittorias frühe Schwangerschaft war für die ganze Familie eine Enttäuschung. Doch ihre Oma Sonja Oliveira hat sich nicht abgewandt, wie das hier sonst oft der Fall ist.
Die Leute sagen, du musst sie rausschmeißen, darfst sie nicht unterstützen. Aber ich unterstütze sie, solange wir leben. Jetzt liegt es an ihr, ob sie die Schule abschließen will. Heute kommt auch Vittorias Mutter zu Besuch. Dass sie nun Oma ist, hat sie und ihre Tochter wieder näher zusammengebracht. Auch Cousine Larissa gehört zur Familie. Ihr Neugeborenes ist bereits ihr zweites Kind. Die Babyklamotten, die ich für ihn geschenkt bekommen habe, sind zu klein. Ich bringe sie dir mit. Larissa wurde ebenfalls schon als Teenager-Mutter. Ihre erste Tochter ist mittlerweile 6. Beten für eine bessere Zukunft. Für Vittoria ist klar, der Weg aus der Armut führt über Bildung und Arbeit. Ich möchte studieren, Medizin und zuerst noch meinen Schulabschluss machen. Ich möchte viel arbeiten, um diese Favela zu verlassen und meinen Kindern einen besseren Ort zu bieten. Und ich möchte ein kleines Kosmetikstudio aufmachen und dort schminken, denn das macht mir Spaß. Selfie am Zuckerhut, dem Wahrzeichen Rio de Janeiros. Wir halten uns ran. Sie macht ihre Arbeit und ich meine, um unseren Kindern in ein paar Jahren eine bessere Zukunft zu bieten. Um ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen. Hart arbeiten, um ihnen das Beste zu geben. Mit ihrem zweiten Kind sei die Familienplanung abgeschlossen, sagt Vittoria. Noch vor ihrem 18. Geburtstag. Alles andere soll folgen, auch wenn der Weg nicht leicht ist.